Baumgarten ist ein Teil des 14. Wiener Gemeindebezirks Penzing. Oberbaumgarten und Unterbaumgarten sind Wiener Katastralgemeinden. Der Bezirk steil liegt am linken, nördlichen Wienflussufer. Geographie: Baumgarten liegt westlich des ebenfalls am Wienfluss gelegenen Bezirksteils Penzing, aber wie dieser im Osten des Bezirks Penzing. Rund sieben Kilometer vom Stadtzentrum Wiens entfernt, der tiefste Punkt liegt mit 198 Meter bei der Baumgartenstraße bzw. im noch tiefer gelegenen Bett des Wienflusses, an dessen rechtem, südlichem Ufer die Bezirksgrenze verläuft. Aufgrund der Lage im Wiental liegen die niedrigeren Gebiete in Wienflussnähe im Süden und die höher gelegenen Gebiete im Norden Baumgartens. Ein Nord-Süd-Abstieg des Geländes ist trotz der dichten Verbauung heute noch erkennbar. Mit 339 Meter liegt beim Erholungsgebiet Steinhof auf der Baumgartnerhöhe der höchste Punkt Baumgartens, der heute allerdings zur Katastralgemeinde Hütteldorf gehört, das am Wienflussfluss aufwärts, also westlich gelegene Oberbaumgarten grenzt demnach im Norden und Westen an Hütteldorf und im Süden an die jenseits des Wienflusses gelegenen. Hietzinger Bezirk steile Hecken und Obersankt Veit. Flussabwärts östlich von Oberbaumgarten liegt Unterbaumgarten, das im Norden ebenfalls an Hüttedorf, im Nordosten an den Bezirk Steil Breitensee, im Osten an den Bezirk Steil Penzing und im Süden jenseits des Flusses an Unter sankt Veit im Bezirk Hietzing grenzt. Die Katastralgemeinde Oberbaumgarten nimmt eine Fläche von 89,85 Hektar ein und Unterbaumgarten erstreckt sich über ein Gebiet von 102,21 Hektar, wovon drei Hektar jenseits des Wienflusses in Hietzing liegen. In der Schreibweise Oberbaumgarten und Unterbaumgarten existieren ferner zwei Zählbezirke der amtlichen Statistik, deren Grenzen jedoch nicht mit jenen der Katastralgemeinden ident sind. Der Zählbezirk Oberbaumgarten besteht aus neun Zählsprengeln, der Zählbezirk Unterbaumgarten aus zehn Zählsprengeln. Geschichte. Baumgarten wurde erstmals um das Jahr 1195 unter dem Namen Pomerio erwähnt. Auf einer Urkunde, in welcher ein Streit um einen Weingarten bei Wien behandelt wird, wurde Herimanus de Pomerio als Zeuge genannt. In der gleichen Zeit traten auch die Ortsbezeichnungen Pomgarten und Paumgarten auf. Damals gab es hier hauptsächlich Ackerland im höher gelegenen Norden Weingärten. Ansonsten war der Obstbau zu dieser Zeit noch recht bescheiden. Baumgarten unterstand zwei Grundherrschaften. Unterbaumgarten dem kaiserlichen Waldamt Purkersdorf Oberbaumgarten bis 1790 dem Benediktinerstift Formbach in Bayern. Dann wechselnden Grundherren, letzter Grundherr von Oberbaumgarten 1846 bis 1848 war Johann Simon Freiherr von Sina. Im Wienfluss bestand bei Baumgarten die Wienenwurt. 1645 forderte die Pestepidemie in Baumgarten zahlreiche Todesopfer. Bei der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 wurde die Bauernsiedlung, damals weit entfernt von der ummauerten Stadt Wien, stark beschädigt. Durch Baumgarten führte die Linzer Straße die historische Fernstraße von Wien westwärts Richtung Linz und Salzburg. Im Mittelalter hieß sie Poststraße, da über sie die Post nach Baumgarten, Hütteldorf und Hadersdorf geliefert wurde. Der Straßenzug der Hütteldorfer Straße führte bereits im Mittelalter parallel zur Linzer Straße. Jedoch war die Hütteldorfer Straße im Bereich Baumgartens bis 1880 unverbaut. Baumgarten war lange Zeit ein Zeilendorf, es gab nur wenige Sackgassen zum Wienfluss. Nicht zuletzt wegen der Hochwassergefahr des damals noch recht weitläufigen Wienflusses dienten die Flächen zum Fluss hinunter überwiegend als Weideland oder Auland und blieben bis zur Wienflussregulierung unverbaut. Das Wachstum des Dorfes beschränkte sich in erster Linie auf das Gebiet nördlich der Linzer Straße. Erst nach der Eingemeindung 1892 wurden die anderen bis dahin unverbauten Gebiete verbaut. So ist beispielsweise der Grohacher Platz in seiner heutigen Form erst 1912 errichtet worden. General Andreas Hardig errichtete 1779 in Oberbaumgarten ein Schloss, auf dessen Areal im 19. Jahrhundert ein bekanntes Casino entstehen sollte. Ober- und Unterbaumgarten wurden im Zuge der josephinischen Reformen 1784 gemeinsam eine eigene Pfarre. 1786 entstand der erste Teil des mehrmals vergrößerten Baumgartnerfriedhofs, der bis heute belegt wird. Im Jahr 1804 wurde zur Versorgung der Wiener Vorstädte, nicht des Dorfes, die durch Baumgarten führende albertinische Wasserleitung fertiggestellt. Die erste mit weiträumig angelegte Ronetz in der Geschichte der Wiener Wasserversorgung rückte die Stadt näher. Die Vorstädte bis zum heutigen Gürtel wurden eingemeindet, die Vororte wurden autonome Ortsgemeinden. Ober- und Unterbaumgarten wurden 1850 zur Gemeinde Baumgarten zusammengefasst. In der Zeit von 1869 bis 1890 verdoppelte sich die Zahl der Häuser in der Gemeinde von 95 auf 237. Die Einwohnerzahl verdreifachte sich von 1151 auf 3526. 1875 wurde zwischen Westbahn und Wienfluss das Baumgartnerbad ein einfaches Sommerbad mit Liegewiese eröffnet. 1938 von der Stadtverwaltung übernommen, bestand es bis 1997. 1890 beschlossen, wurden am 1. Jänner 1892 die Wiener Vororte am rechten Donauufer nach Wien eingemeindet. Baumgarten wurde Teil des neuen 13. Bezirks Hietzing gemeinsam mit Hütteldorf sowie Hietzing Ober- und Unter-Sankt, Veit, Hecken, Leins, Speising und Schönbrunn. 1894 wurden sieben Straßen in Baumgarten umbenannt. Um Doppelbenennungen im größer gewordenen Stadtgebiet zu vermeiden, als eine der sieben wurde die Linzer Straße benannt. Bis 1900 befand sich in der Linzer Straße 232 gegenüber der alten, 1908 abgerissenen Baumgartner Pfarrkirche. Das bis 31. Dezember 1891 als solches fungierende Gemeindeamt von Baumgarten, heute steht dort eine städtische Schule. Die heutige, mit ihren hohen Türmen weithin sichtbare Pfarrkirche auf dem 1912 benannten gruchaplatz wurde 1906 bis 1908 erbaut. 1901 wurde in der Hütteldorfer Straße 188 von der Stadtverwaltung die Kaiser Franz Josef Landwehrkaserne für die K. K. Landwehr, die Cisleitanischen Territorialstreitkräfte, errichtet. Sie wurde 1920 von der Stadt Wien übernommen und in ein Altersheim, das heutige Geriatriezentrum Baumgarten, umgewandelt. Im Zweiten Weltkrieg bestand hier ein Reservelazarett. Nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich im Jahr 1938 wurde Baumgarten mit den anderen Bezirksteilen Hietzings nördlich des Wienflusses vom 13. Bezirk Hietzing abgetrennt und in NS Großwien in den neuen 14. Bezirk Penzing eingegliedert. Von der Judenverfolgung bis zum Bombenkrieg teilte Baumgarten dann das Schicksal Wiens. Bei schweren amerikanischen Bombenangriffen am 19. und 21. Februar 1945 trafen Bombenteppiche die Stadtbahn, die Westbahn und das Wohngebiet in deren Bereich. In der ersten Aprilhälfte 1945 wurde Wien von der Roten Armee befreit, vom 1. September 1945 anlag Baumgarten als Teil des 14. Bezirks bis 27. Juli 1955 im französischen Sektor der Stadt. Zudem auch der 6. Bezirk und die Nachbarbezirke 15 und 16 gehörten, nicht aber das seit 1938 zum 14. Bezirk zählende hadersdorf weitlingau das besatzungsrechtlich zur russischen Zone gehörte. 1949 bis 1956 wurde der 1952 benannte und 1954 offiziell eröffnete Hugo Breitnerhof Linzer Straße 299 bis 329 mit über 1500 Wohnungen für rund 5000 Bewohner errichtet. Die Wohnbautätigkeit in Baumgarten führte dazu, dass 1963 1964 zusätzlich zur bestehenden Kirche die Oberbaumgartner Pfarrkirche. Hüttedorfer Straße 282 bis 284 errichtet wurde. Die römisch-katholische Pfarre Oberbaumgarten wurde 1966 gegründet. Die bisherige Pfarre Baumgarten wurde nun als Pfarre Unterbaumgarten bezeichnet. Das Ortsbild von Baumgarten änderte sich ab den frühen 1960er Jahren entscheidend. Die alte, historische Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert wurde nicht zuletzt aufgrund des Zweiten Weltkrieges immer baufälliger. In dieser Zeit wichen die meisten alten Bauernhäuser neuen Wohnbauten. Teilweise wurden ganze Wohnblöcke neu aufgerissen. Der 1966 festgesetzte Flächenwidmungs und Bebauungsplan sorgte vor allem auf der Linzer Straße für einheitliche Strukturen. Bis in die 1990er Jahre hinein wurden die letzten übrig gebliebenen Baulücken geschlossen. Heute gibt es nur noch sehr wenige historische Häuser aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die vor allem an ihren Vorsprüngen gegenüber der übrigen Bausubstanz sichtbar sind. 1997 wurde das Baumgartnerbad, ein Sommerbad, das über 120 Jahre bestanden hatte, geschlossen. Einwohnerentwicklung Die älteste Häuserzählung aus Baumgarten stammt aus dem Jahr 1321. In einer Kaufurkunde sind neun Hofstätten angeführt. Diese sollen im Bereich Zehnergasse, Pachmanngasse gelegen sein. Bis zum Jahre 1572 verdoppelte sich die Häuseranzahl auf 19. Im Jahre 1800 gab es 57 Häuser bei 368 Einwohnern. Mit Beginn der Industrialisierung und dem Bau der Westbahn änderte sich die Situation jedoch grundlegend. Bis Ende des 19. Jahrhunderts verzehnfachte sich die Einwohnerzahl auf 3526 Personen bei 237 Häusern. Heute leben in den beiden Katastralgemeinden Oberbaumgarten und Unterbaumgarten rund 32.000 Menschen was etwas mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Bezirks ausmacht Verkehrsmittel. Eisenbahn 1858 wurde die Kaiserin Elisabeth Bahn, die heutige Westbahn, von Wien nach Linz eröffnet. Sie führt zwischen ihren Stationen Wien, Penzing und Wien Hütteldorf beide heute mit S-Bahn Betrieb. In Hochlage durch Baumgarten bis 1950 bestand eine Haltestelle, der Bahnbau führte zu kräftigem Zuzug in den Ort. In Baumgarten mündet seit 1860 die von Süden kommende Verbindungsbahn von der Südbahn, heute ebenfalls mit S-Bahn Betrieb, im Bogen in die Westbahn Richtung Hütteldorf. Straßenbahn 1885 baute die neue Wiener Tramweggesellschaft eine Pferdestraßenbahn in der Hütteldorfer Straße, die in der Linzer Straße westlich des Spitzes, wo die Hütteldorfer Straße mündet. Durch die dampftramw Breitensee-Hütteldorf ergänzt wurde. Die Strecke wurde 1903 auf elektrischen Betrieb umgestellt. Seit 1907 verkehrt hier die Linie 49. 1903 wurde in der Linzer Straße eine elektrische Straßenbahnstrecke von der Johnstraße bis zum Baumgartnerspitz gebaut. Sie wird seit 1907 von der Linie 52 befahren. Damit wurde das Stadtzentrum von Baumgarten aus leicht erreichbar. 2005 kam es erstmals zum Einsatz von Niederflurwagen auf der Linie 49. 2007 auch auf der Linie 52. Stadtbahn und TUBahn. bahn 1898 wurde direkt südlich der Südgrenze des Bezirks und Baumgartens am südlichen rechten Wienflussufer parallel zu diesem die erste Teilstrecke der Wiener Stadtbahn in Betrieb genommen. Sie bediente an der Baumgartenbrücke über den Fluss die Haltestelle unter Sankt. Baumgarten, der Name Steilbaumgarten wurde nach 1945 nicht mehr verwendet. 1981 wurde die neu gebaute Haltestelle als U-Bahn-Station der Linie U4 eröffnet. Autobuslinie in den 1980er Jahren wurde im Auftrag der Wiener Linien die Autobuslinie 47a eingerichtet, die von den U-Bahn-Stationen Obersankt, Veit und Unter-Sankt aus quer zu den Straßenbahnlinien 52 und 49 durch Baumgarten zur Baumgartner Höhe verkehrt. Sie führt zur U4 durch die Hochsatzengasse in Oberbaumgarten und von der U4 durch die Zehnergasse in Unterbaumgarten und bindet den Baumgartner Friedhof an die beiden Straßenbahnlinien und die U4 an. Bauwerke. Auf der Baumgartner Höhe oberhalb von Baumgarten stehen eine Lungenheilstätte und das 1905 bis 1907 erbaute psychiatrische Krankenhaus am Steinhof. Die von Otto Wagner entworfene Kirche am Steinhof ist eines der bedeutendsten Sakralbauwerke des Wiener Jugendstils. Die neuromanische Baumgartner Pfarrkirche am Grucherplatz wurde 1906 bis 1908 erbaut. Als Beispiel für moderne Kirchenarchitektur gilt die von Johann Georg G.S.T.E.U. entworfene und 1963-1964 errichtete römisch-katholische Oberbaumgartner Pfarrkirche. Der Festsaal des Casinos Baumgarten, Linzer Straße 297, Ecke Hochsatzengasse und der Casinopark werden für Veranstaltungen genutzt. Punkt. Zwischen den heutigen Verkehrsflächen Zeotner gasse und geruchabplatz stand an der heutigen Adresse Linzer Straße 247 dk Sekunden Haus, in dem der Maler Gustav Klimt am 14. Juli 1862 geboren wurde, es musste 1965 einer Wohnhausanlage weichen. Heute erinnert an dieser Stelle eine Gedenktafel an Klimt. Sein Geburtshaus soll etwa dort gestanden sein, wo sich heute Stiege 3 der ausgedehnten Wohnhausanlage befindet. Klimts Eltern und sein Bruder Ernst sind auf dem Baumgartner Friedhof bestattet, das Grab besteht bis heute. Wirtschaft. Früher gab es in Baumgarten zahlreiche Fabriken, doch ist der Ort ausgenommen den schmalen Streifen zwischen Westbahn und Wienfluss. Heute vorwiegend Wohngebiet. 1878 wurde von der englischen Imperial Continental Gas Association das Gaswerk Baumgarten errichtet, das bis 1912 in Betrieb war. An der Hackinger Straße wurde 1932 oder 1933 zwischen den Brücken der Verbindungsbahn von den städtischen Gaswerken der Gasometer Baumgarten gebaut. Dieser wurde 1983 demoliert. Einige hundert Meter stadthauswärts befand sich Ecke Heckinger Straße, Hochsatzengasse, das Baumgartner Bad, das 1997 geschlossen wurde.